Willkommen beim Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und heute machen wir mal eine Tierlist, eine Metal-Genre-Tierlist, und darauf trinke ich erstmal einen mit und für euch. Ach so, heute gibt's ein Zwickel, Gellerbier. Cheers. Ja, und fangen wir mal an mit Avantgarde-Metal. Also ich habe ich habe die Liste unterteilt in absolute Favoriten, höre ich gerne, höre ich, wenn es läuft, laufe ich nicht weg, gar nicht meins und geht absolut nicht. Ja, erklärt sich ja quasi von selber. Ne? Ja, jetzt fangen wir an mit Avantgarde-Metal. Avantgarde-Metal, direkt, ich stehe gar nicht auf Avantgarde, deswegen kommt direkt mal bei, gar nicht meins. Wenn es läuft, laufe ich nicht weg, möchte ich da noch nicht mal sagen, weil wenn es läuft, laufe ich nicht weg, heißt, wenn es auf einer Stage läuft, würde ich eventuell vorne bleiben. Wenn es in der Disco läuft, würde ich nicht unbedingt zur Bar laufen, aber ich glaube, wenn das läuft, bin ich gar nicht da, weil es ist mir einfach Avantgarde, ist mir zu avantgardistisch, was das angeht, gerade im normalen Metal-Bereich. Nee. Sind wir bei Avantgarde Death Metal. Ist das gleiche Prinzip. Ich höre gerne Death Metal, aber Avantgarde Death Metal hat ja immer auch diese avantgardistischen Stile drin, die in ein Doom Metal aber reinpassen würden oder in ein Black Metal reinpassen würden, aber in Death Metal oder im normalen Metal muss nicht sein. Aber da direkt schon mal raus. Dann War Metal, Black Metal, würde ich sagen, definitiv höre ich, wenn es läuft. Ne? Dann laufe ich nicht nur weg, würde ich mir zum Teil sogar anmachen. Ist jetzt nicht das, was ich am liebsten höre oder was ich gerne höre, aber ich höre es ab und zu mal, habe ich ab und zu mal Bock drauf. Deswegen passt das. Atmospheric Ambient Black Metal, würde ich sagen, höre ich gerne. Weil Atmospheric, also Black Metal ja sowieso, Atmospheric Ambient, ja, aber es passt in Black Metal immer gut rein. Definitiv, finde ich, kann man an der Stelle so lassen. Gibt da auch ein paar gute Bands, die da reinpassen. Also eigentlich eine Menge gute Bands. Aber ist jetzt nicht meine absolut bevorzugte Art des Metals. Dann haben wir hier Gothic Metal. Würde ich sagen, höre ich? Nein, noch nicht mal. Es kommt drauf an bei Gothic Metal. Ich stehe halt nicht auf diesen operistischen Frauengesang dabei. Aber es gibt ja auch nicht operistische. Wenn es der operistische Frauengesang wäre, würde ich sagen, gar nicht meins. Wenn es halt nur krasser Männergesang ist, guter, brutaler, würde ich sagen, höre ich. Aber ich würde sagen, wenn es läuft, laufe ich nicht weg, weil es halt genau dazwischen ist. Ja. Progressive Metal. Ist schwer. Ist echt schwer, weil es gibt relativ guten Progressive Metal und es gibt extrem schlechten Progressive Metal. Muss ich erstmal einen drauf trinken und drüber nachdenken. Ich würde mal sagen, auch wenn es läuft, laufe ich nicht weg. Ich denke jetzt mal so an Bands wie Tool, wenn die laufen, ja. Gibt aber auch richtig schlechte Progressive Metal Bands. Und beim Progressive Black Metal ist es halt wieder, da ist die progressive Art aber immer Black Metal im Bereich angesiedelt. Das heißt für mich schon mal eine Stelle interessanter. Aber tatsächlich würde ich auch nicht sagen, höre ich gerne. Ich höre es. Weil das Progressive ist mir. Ich mag halt am liebsten Sachen, die durchgängig, Baller oder zumindest durchgängige Lieder sind. Und nicht so mega auf und ab haben. Und beim Progressive dauern die Lieder ja meistens extrem lange. Und sind ein Auf und Ab in allen möglichen Bereichen, deswegen Progressive ist schon manchmal schwer, im Black Metal eher noch gut zu hören, weil Black Metal ja eh viel mit Atmosphäre arbeitet, es sei denn, es ist hartes Geballer durch und durch. Ja, höre ich. Dann Progressive Death Metal, das gleiche Problem. Ich höre Death Metal, gleiche Problem
ja, wie beim Black Metal. Lassen wir es dann direkt erstmal da stehen. First Wave of Black Metal, definitiv das erste, was unter meinen absoluten Favoriten kommt. Darauf stoße ich auch nochmal an. Ja, die ganze erste Welle des Black Metals, die sich aus dem Thrash Metal entwickelt hat und so, höre ich gerne. Ich bin ja auch riesen Hellhammer-Fan, beziehungsweise Celtic Frost. Ja, und die ganzen alten Bands aus dem Bereich, wo ich dann noch tendenziell von der Art der Musik her hier Sodom, die alten Sachen so ein bisschen. Ich pack's mit da rein, weil daraus hat sich das Ganze entwickelt. Und ich hör's. Ich mag die alten Sachen und am besten noch so richtig schlecht produziert. Hier stehe ich total drauf auf Keller Black Metal aus der ersten Zeit, so die alten Sachen. Absolut bin ich dabei. Progressive Power Metal, das nächste. Da würde ich sagen, Power Metal. Habe ich zwei, drei Bands, die ich höre. Ja, gar nicht meins eigentlich. Oder ich mach mal drüber, wenn es läuft, glaube ich nicht weg. So, wenn es läuft, glaube ich nicht weg. Aber, ja. So, Punkt. Symphonic Black Metal. Ja, das kommt dann auch ganz drauf an. Da gibt es halt solche und solche Bands, aber tendenziell würde ich sagen, höre ich. Aber immer noch dazu, ich würde es mir jetzt nicht bewusst anmachen, wenn es bei mir in der Playlist läuft, lass es durchlaufen. Und, ja, tendenziell, ich mag halt mehr Geballer. Punkt. Symphonic Death Metal, das gleiche. Höre ich auch. Höre ich sogar tendenziell noch lieber als Symphonic Black Metal. Oder? Ah, nee. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse die beiden mal. Ja, nee, doch, Symphonic Black Metal höre ich lieber. Weiß ich nicht. Symphonic ist halt das Problem an der Sache. Das gleiche mit Symphonic Metal. Den würde ich aber eher in eine Kategorie drunter einstufen, weil er hat mir nicht genug Geballer. Ihr merkt, bei mir kommt es auf Geballer an. Ja! Black Thrash. Definitiv. Höre ich. Würde ich sogar sagen, definitiv. Absolute Favoriten. Höre ich. Definitiv bei. Höre ich. Ja! Hatte ich ja eben schon zugegeben, so, was ich da so aus dem Black Thrash entwickelt habe. Progressive Thrash. Ja, höre ich. Merkt, Progressive kommt alles so auf die gleiche, Stufe. So. Liegt halt wirklich dann am Progressive, weil mir das halt einfach zu experimentell ist an vielen Stellen. Ja, aber Thrash Metal höre ich gern, definitiv. Ich habe mir tatsächlich vorhin noch mal so alte Sachen von Megadeth angehört. Macht echt Spaß. Also oder hier Anthrax, geile Bands, stehe ich total drauf. Death Thrash geht da genauso mit rein. Black Thrash, Thrash Metal, Death Thrash, alles geil, macht mega Spaß, höre ich ultra gerne, macht gut Laune. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie im Death Metal, Technical Death Metal. Obwohl Brutal Technical Death Metal ist eigentlich meine noch favorisiertere Variante, aber Technical Death Metal, sehr geil, die geilen Gitarren-Soli, dann das Geballer an den Trommeln, aber wirklich komplett geil, eine Band, die ich euch da empfehlen kann, das ist Cytotoxin oder Cytotoxin und Human Waste, ultra gute Bands, ach, ich liebe es. Gerade auf kleinen Konzerten, so in kleinen Clubs oder in der Zeps, da ist immer Spaß angesagt bei solchen Bands. Das ist auch so Musik, die höre ich zu Hause. Die gibt mir Energie. Da kann ich bei aufräumen. Also, die kriegt so den Energieschub, als wenn mir so, wie wenn man Duracell Hase so die Batterie hinten reinstopft. So, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt. Das ist Musik, die gibt mir Energie, genau wie Brutal Death Metal. Habe ich ja gerade auch schon damit eingeführt. Gibt mir Energie, ist geil, macht Spaß. Ja, Second Wave of Black Metal ist das nächste. Ja, die würde ich tendenziell sogar noch an erste Stelle setzen hier. Höre ich momentan am meisten Black Metal,
Second Wave of Black Metal. Was soll ich dazu noch sagen, ne? Also, das ist die Musik, die bei mir eigentlich immer läuft. Immer. Also jeden Tag zumindest. 2, 3, 4, 5 Stunden. Es ist die Musik. Post-Black Metal. Könnte ich auch da oben mit einordnen, aber eher bei höre ich. Weil das ist jetzt, mache ich mir auch an, definitiv, also bei höre ich gerne, meine ich. Mache ich mir auch an, gerne, macht mir auch Spaß. Aber da muss ich wirklich Lust drauf haben, da kriege ich wirklich nicht bei jeder Band hin. Kommen wir aufs nächste, Melodeath. Melodic Death Metal. Tatsächlich höre ich. Es gibt gute Melodic Death Metal Bands, die würde ich mir auch noch höher einstufen, aber allgemein das Genre bin ich bei höre ich. Höre ich nicht gerne. Also ich höre, ihr wisst, was ich meine, ne? So gibt es halt Bands, die höre ich den ganzen Tag. Kann ich den ganzen Tag hören? Es gibt auch Bands, wo ich sagen will, oh mein Gott. Und allgemein das Genre ist mir halt zu überfüllt, um zu sagen, höre ich gerne, oder zu überfüllt, um zu sagen, da sind die besten Bands mit dabei. Da stechen nur wenige Bands bei raus. Und würde ich da mal einordnen. Außer Bands halt, die in den Viking-Bereich reinfallen. Das ist ja eigentlich, Viking-Metal gibt es ja nicht. An sich, als Genre. Melodic Death Metal meistens. Mit Wikinger-Einflüssen, aber ich glaube, den haben wir hier gleich noch mal einzeln als Genre aufgefasst. Deswegen, den würde ich woanders hinpacken. So, Doom Metal, ganz klar, nach da oben, aber noch mit vor, oder hier so, ja, machen wir einfach mal dahin, passt ein Sortieren, kann ich ja gleich immer noch. Doom Metal, passt dahin, Doom Metal höre ich super gerne, am liebsten noch Funeral Doom, aber ich glaube, der kommt gleich noch mal einzeln. So, Groove Metal, ganz klar, für mich auf eine Schiene zu legen, so höre ich. Definitiv gibt, da gibt es richtig gute Bands dabei, aber ich höre es halt nicht. Klar, jeder hat mal irgendwo angefangen, ich habe Groove Metal, Heavy Metal, Power Metal angefangen, aber man entwickelt sich ja auch, ich bin ja älter geworden. Ich höre jetzt auch nicht mehr so viel Hard Rock wie früher. Jo. Kommen wir zum nächsten, Alternative Metal. Ein ganz klares, wenn es läuft, glaube ich nicht weg. So, das ist New Metal, Alternative Metal. Ja, da gibt es gute Sachen bei. Aber ich feiere es auch zum Teil, wenn so ein Lied da mal läuft. Aber wenn es dann halt schon mehr als 2 Lieder werden, bin ich genervt. Und ab dem 3. Lied würde ich sagen, ich schalte ab oder ich gehe weg. Das ist halt mein Geschmack. Das gleiche bei Metalcore, Melodic Metalcore, speziell Melodic Metalcore, also und in die gleiche Schiene kann ich auch Progressive Metalcore reinpacken. So, wobei Melodic Metalcore würde ich denken, ah, ich höre es, wenn es läuft, ja. Mach ich da, wenn es läuft, laufe ich nicht weg. Ich würde es mir nicht anmachen. Das gleiche auch nochmal hier bei Metalcore, ja, Metalcore an sich kommt da halt immer auf die Band an. Ich bin halt gar nicht im Core, also im Metalcore Bereich. Wobei wieder Deathcore, was jetzt als nächstes kommt. Würde ich schon wieder so zwischen höre ich und höre ich gerne, aber wenn schon bei denen, höre ich dann definitiv hier vor dem ganzen Progressive. Soll es dann noch mit ungefähr so an tendenziell doch genau da. Doch, da. Da ist es angeordnet. Das passt. Das passt. Dann haben wir Industrial Metal. Neue deutsche Welle, nur nicht auf Deutsch. Neue deutsche Härte, nur nicht auf Deutsch. Gibt schon ein paar Bands, die man hören kann. Ich höre jetzt aber auch nicht so gern die neue deutsche Härte. Und bei der Art von Musik, das ist halt das, was ich mit dem Gothic Metal meinte. Da gibt es gute, da gibt es schlechte. Ist halt auch der Bereich, einfach mal so, ja. Wenn es läuft, laufe ich nicht weg, aber ich setze es direkt hinter Gothic Metal, weil es halt gehört für mich zusammen, die beiden Sachen. Industrial und die Gothic Szene sind ja doch etwas verbunden.
Und dann eine Musikart, von der ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es sie gibt, ist Industrial Death Metal. Ist ja, ja, wenn da ein Lied oder zweimal laufen oder wenn ich auf einer Gothic Party bin, ist es gut. Ich würde es mir zu Hause tatsächlich nicht anmachen, deswegen, ich höre es nicht. Ich höre es nicht, nein. Deswegen, aber packe ich auch mit hier rein. So, ja, da, ja andersrum so. Zack. Ich würde es mir zu Hause niemals anmachen, aber wenn es da ist, dann läuft's. So, Punkt. Industrial Black Metal wiederum, habe ich schon gehört. Habe ich auch des Öfteren mir schon mal angemacht. Deswegen bei höre ich, aber dann hier relativ so, da so mit hin. Weil das finde ich wieder lustig. Ich mag halt Black Metal und Industrial Black Metal knattert halt genauso. Wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen kommt es bei mir direkt hinter War Metal bzw. Raw Black Metal. Aber vor Progressive Black Metal. So. Neue deutsche Härte. Ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich war natürlich auch mal, wie viele andere, voll auf dem Rammsteinzug. Bin ich schon lange nicht mehr. Ich habe auch schon einige neue deutsche Härte-CDs reviewed hier und die fand ich dann auch gut. Aber wenn ich irgendwie abends rausgehe, im Club, wo dann so neue deutsche Härte die ganze Zeit läuft, ist mir das too much, ist mir das viel zu viel. Ist halt wie Industrial Metal. So, wenn es jetzt falsch zu sagen, ich höre es. Ich kann mir ein Rammstein-Album anhören. Ich kann mir ein Scherbentanz-Album anhören. Ich kann mir auch ein Ostfront-Album anhören. Aber dann war das auch nur ein Album. So, wenn das zu viel wird, ich überspringe da auch einige Lieder. Aber ich kann mir ein Umf-Album anhören. Aber dann höre ich halt nur das eine Album. Ja, ich würde mal sagen, ich pack das mal so bei höre ich mit rein, aber immer noch mit. Ja, lassen wir es einfach dabei, höre ich. Das passt so. Grindcore! Definitiv höre ich gerne. Verrückten Grindcore höre ich noch viel lieber, also Avantgarde Grindcore. Normalerweise Avantgarde wäre ja bei mir relativ weit unten, aber bei Grindcore darf das so verrückt sein, wie es geht. Das macht Spaß. Verrückter Grindcore, so aller, wie heißen sie? Exploratory Grindfuckers, mega geile Band, macht mega Spaß. Grindcore an sich macht mega Spaß. Document 6 kann ich euch da nur wärmstens ans Herz legen, oder da gibt es noch so viele andere Bands. Gutalax, Rectals, Magma, die einfach Spaß macht. Kann ich mal den ganzen Tag anhören, da kann ich auch am Festival gehen. Das ist Musik, die Spaß macht. Da trinke ich erstmal drauf. Und ich finde, wenn mir was Spaß macht, dann ist das richtig. Andere Leute machen andere Sachen Spaß. Aber bei Grindcore und bei Avantgarde Grind, das macht mir Spaß. Und wenn dafür ist Musik da. Und wenn Spaß die Emotion ist, die man dabei hat, geil. Ja, Hardcore. Hardcore höre ich auch. Würde ich jetzt nicht sagen, höre ich gerne. Kommt halt bei höre ich rein. Aber ja, definitiv weit vor Deathcore. Oder definitiv, ja, Deathcore. Deathcore, Hardcore wird für mich dann eine. Hardcore noch eher, weil damit hat es angefangen. So. Hardcore gibt es ja schon ein bisschen länger bei mir. Entschuldigung. Hardcore damals viel gehört, so die ganzen Bands aus den 90ern. Ich bin ja schon eine Ecke älter. Macht Spaß. Punkt. Macht Spaß. Kann man hören. Aber ich würde es mir nicht so anmachen wie Grindcore. Weil Hardcore höre ich dafür viel zu selten. Und ja, aber ich höre es. So wie die anderen Sachen, die da stehen. Experimental Metal. Normalen Metal-Bereich stehe ich nicht auf dieses experimentelle Zeugs. Deswegen würde ich da tendenziell sagen, gar nicht meins. Weil was ist experimental? Da kann man viel reinfassen. So wie beim Avantgarde. Avantgarde ist schon eher benennbar.
Aber Experimental ist halt nicht benennbar, deswegen gibt es da eine Spannweite, die ist größer als ich zeigen kann. Und es geht von Bullshit über Kacke bis hin zu muss das sein. Aber mehr als muss das sein, wird das dann meistens eher nicht. Leider. Ja. Gent? Ja, Gent kommt bei, höre ich. Würde ich mir jetzt so nicht anmachen. Also bewusst, aber Gent kommt hier zu Modern Core, Hardcore. Gehört ja irgendwo auch damit rein. Aber Gent mag ich wegen diesen Gitarren. Ihr wisst, was ich meine. So, ne? Gent definitiv. Und kann ich euch da nur empfehlen, Jared Dines und Stevie T, wenn die ihr Gent Battle machen. Hört es euch mal an. Die beiden sind ultra gut. Zwei der besten. Metaller. Gent Metaller, wie es gibt im YouTube-Bereich. Ja, oder. Ich meinte YouTuber. Ich meinte nicht Metaller, ich meine YouTuber. Proto Metal. Das ist halt dieser Prototyp Metal, ne? Würde ich einfach sagen, ja. Höre ich. Punkt. Heavy Metal. Ja. Damit hat es angefangen. Bei vielen finde ich mittlerweile zu langweilig. Heavy Metal, aber definitiv noch irgendwie vor Hardcore. So. Ja, Punkt. Heavy Metal, klar. Die Klassiker. Ja, New Wave of British Heavy Metal. Was viele auch als Hard Rock bezeichnen. Iron Maiden, wie ihr eine Hausnummer habt, höre ich auch gern. Kommt definitiv vor Heavy Metal. So. Aber dahinter, ja, so mit Heavy Metal auf einen, nicht davor, aber auf einer Ebene. Punkt. Aber machen wir mal dahinter. So 80er Jahre, England, Heavy Metal, so wie Heavy Metal halt der Rest der Welt ist. Ja. New Wave of Swedish Death Metal. Ja. Ich hasse da den Begriff New Wave of Swedish Death Metal, weil neue Welle weiß ich nicht. Es ist halt Death Metal. Ja, ich würde das hier so irgendwie bei. Ja, dich hier irgendwo mit einordnen. Ich pack's mal hier irgendwo so mit. Einfach nur mal so. Hinter Progressive Black Metal. Death Metal ist wirklich, ich weiß nicht. Gibt gute Bands, gibt richtig gute Bands. Ich mag ja auch Brutal Death Metal und so, ne? Aber, ja, ich lasse das einfach mal so. Depressive Suicidal Black Metal. Ich liebe es. Ich würde das hier sogar noch so. Da gehört das hin. Vielleicht auch tendenziell auf Platz 2. Nein, es kommt. Genau da ist es richtig. Bei absolute Favoriten auf Platz 3. Punkt, da ist es richtig. Depressive Suicidal Black Metal. Das Problem ist, ne, ich höre da immer irgendwelche Listen, aber mit Bandnamen kann ich gerade gar nicht so kommen. Weil ich mag die Musik. Das hat jetzt nichts mit einzelnen Bands zu tun, die ich höre. Und ja, ist aber auch egal. New Wave of American Heavy Metal. Ja, die ganzen Metal Sachen, die sich so anhören, als ob sie aus den 80er, 90ern kommen, die jetzt so aktuell sind. Ja, ich weiß nicht genau. Kommt auch irgendwo da, wo Heavy Metal ist. Wo habe ich Heavy Metal? Heavy Metal habe ich bei Hör ich. Ja. Einfach mal rein. Weil ich höre es. So. Lass es laufen, wenn es läuft. Aber ja. Weil wenn es läuft, laufe ich nicht weg. Dafür ist es zu negativ. Entschuldigung, ich habe was am Hals. Ja. Sludge Metal. Höre ich. Gerne, genau wie Stoner Doom. Das gehört für mich so zusammen. Sludge und Stoner. So. Die, oder Stoner. Ne, eher hier, weil höre ich gerne, weiß ich nicht. Aber da ziemlich weit
vorne, die beiden bei Sludge und Stoner. Stoner Doom. Obwohl Stoner Doom tatsächlich eine höher. So. Stoner Doom ist ja dieses langsame Doom. Nicht 4-0 Doom, aber so. Stoner halt ein bisschen langsamer, so ein bisschen in anderen Sphären schwebend, sag ich mal so, ne? Da werden gerne Drogen thematisiert und so. Und Sludge ist halt dieses. Ein bisschen rumgeheul. Obwohl, das höre ich auch gerne, doch, das höre ich gerne. Das kommt da oben mit rein. Ich weiß nicht, warum ich diese beiden Arten gut finde. Oder warum ich die so gerne mag. Aber die gehören definitiv da rein. Kann ich gar nicht beschreiben. So, ich habe auch meine Phasen, da höre ich nur Sludge und Stoner und so Zeugs. Und aber absolute Favoriten würde ich es definitiv nicht nennen. Progressive Doom. Ja, das ist das Ding. Ich meinte ja eben, Progressive geht gar nicht. Außer bei Doom und so. Und da finde ich es wieder gut und deswegen kommt es hier auch mit bei, höre ich rein. Es ist das gleiche wie Stoners. Ich finde, Progressive Doom ist so ein Mix aus Sludge, Stoner, Funeral und dann halt so in dem Bereich. Definitiv machen wir die Anordnung so. Punkt. Glam Metal. Ja. Auf Konzerten liebe ich es. Würde ich mir zu Hause so nicht anmachen. Auf Partys liebe ich es auch. Deswegen definitiv bei höre ich. So. Punkt. Höre ich. So. Aber es muss definitiv hier oben so mit rein. Und direkt hinter Heavy Metal so. Das ist keine genaue Anordnung der Dinger. Ich mache das nur so für mich zusammen, damit ich weiß, wo es hin muss. So, das ist keine genaue Anordnung. Nur für mich Heavy Metal und Glam Metal ist halt, setzt sich von der Musik her relativ gleich. Aber Glam Metal ist halt noch mehr so Glam halt. Ihr wisst, was ich meine. Speed Metal, das Gleiche kommt da auch mit rein. Power Metal, das Gleiche, kommt da auch mit rein, wird sich auch so. Weil Heavy Metal, Glam Metal, Speed Metal, Power Metal ist für mich eine Schiene. Das ist für mich quasi eine Art der Metal Community, eine Art der Musik. Das andere ist halt nur ein bisschen schneller. Das andere Power Metal, hier so Sabaton, Powerwolf. Hm. Speed Metal ist ja halt eigentlich nur ein bisschen schnellerer gespielter Heavy Metal und Glam Metal ist halt ein bisschen akzentuierterer Heavy Metal und das ist so für mich eine Schiene. Passt da alles zusammen und ja, ich höre es, aber nichts Favorisierter, was ich habe. Auch wenn ich da vielleicht die ein oder andere CD von habe und die eine andere Band auch schon des Öfteren live gesehen habe. Ich gehe halt gerne auf Konzerte. Was soll ich machen? New Metal. Ja, jetzt kommt New Metal. New Metal ist schwer. Es gibt guten New Metal. Es gibt schlechten New Metal. Es gibt New Metal Bands, die ich feiere. Es gibt New Metal Bands, die absolut Bullshit sind. Wobei die New Metal Bands, die ich feier, machen eigentlich kein New Metal mehr. Ich bin, wenn es läuft, glaube ich nicht weg oder ich hör's. Ich pack's mal bei höre ich mit rein. Aber da ganz Ende. Weil da gibt's tatsächlich einige Bands, die ich relativ gut finde. Klar, ich komme so aus der Zeit, als sich New Metal entwickelt hat. Ich habe dann aber damals aber lieber noch Crossover gehört. Daraus hat sich ja die New Metal dann irgendwie entwickelt. Ja. Lassen wir New Metal einfach mal so stehen. Folk Metal! Tada! Wer hätte es geahnt bei mir, dass Folk Metal zu meinen absoluten Favoriten gehört? Ich komme aus der Mittelalter-Szene. Folk Metal ist für mich Pflicht und da gibt es so viele gute Bands. Helvetii, Korpi, Klani und all sowas, die ich richtig gerne höre und auch immer wieder live sehen will. Und für viele Leute ist Folk Metal halt die Musik zum Saufen und darauf dringe ich jetzt erstmal.
Oldschool Death Metal. Ja. Kommt hier. So, Symphonic Death Metal. So. Oder. Ah, ne. Hör ich. Death Metal höre ich eigentlich lieber. Vor allem die Oldschool Sachen, die machen Spaß. So. Komm. Damit rein gehört für mich so ein bisschen Death Rash zusammen. So. Gehört für mich so von der Musikart zusammen. So würde ich mir auch eine Playlist dann zusammenstellen. Da wäre auch Death Rash mit drin. Da wäre Death mit drin, aber Post Black Metal muss man definitiv. Dahin so. Aber Oldschool Death Metal. Punkt. Das passt. Passt zu Death Metal, passt zu Thrash Metal. Höre ich gern so. Deswegen. So muss das sein. Dann Oldschool Death Core. Ja, das Oldschool Zeugs. Oldschool Death Core. Setze ich mal so mit New Metal. Auch so auf eine Schiene. Das heißt, so höre ich damit rein. Das passt. Avantgarde Black Metal. Ich habe ja eben gesagt, Avantgarde passt nicht so ganz, außer vielleicht zu Doom Metal oder zu Black Metal. Und deswegen Avantgarde Black Metal passt. Deswegen höre ich. Höre ich auch gerne. Würde ich so mit Post Black Metal, Ambient Black Metal so auf eine Schiene setzen. Deswegen kommt für mich auch so in den Bereich rein. Durch den ganzen Death Metal reinpacke, außer Technical Death Metal, der ist wie gesagt einer meiner absoluten Favoriten und Brutal Death Metal. So, das sind wir jetzt. Dann kommt jetzt Modern Death. Höre ich. Klar, ganz klar, höre ich. Würde ich jetzt aber nicht als Favorit oder nicht als negativ oder sonst was. Ich höre es einfach. Funeral Doom. Eben schon zwei, drei Mal drüber geredet. Ganz klar. Noch vor Doom Metal. Wird es auch tatsächlich noch vor dem ganzen so. Funeral Doom gehört für mich in einem Playlist zusammen bei mit Depressor, Suicidal, Black Metal. Ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer. Ich mag's. Höre ich gerne. Kann ich super bei abschalten. Das passt so Ahab oder so. Da passt das super. Deswegen, ja, ich muss mal hier so ein bisschen scrollen. Machen wir jetzt so. Dann haben wir jetzt Epic Doom würde ich da auch mit reinsetzen, na, oder wo Epic Doom eher so bei höre ich direkt hinter, ja, hier so bei Avantgarde, weil Epic ist dann halt immer noch so größer, bombastischer, irgendwelche Chöre mit rein. Erst ist eher nicht so meins, aber da so passt das, so kann man das lassen und deswegen bei höre ich Drone Doom. Das ist dieser sagt den Drone ist halt, sagt den meisten leider nichts. Drone ist ein Akkord. Das ist halt dieser ganz langsame, ähnlich wie Funeral Doom. Höre ich super gerne. Kann man gut bei abschalten, kann man auch gut einfach vor der Bühne stehen, den Kopf ganz langsam schütteln. Und ja, Drone Doom geht da voll mit rein. Dark Metal! Da gibt es Bands, die ich höre. Da gibt es Bands, die ich absolut feier. Ich würde einfach mal sagen, Dark Metal würde ich dann bei höre ich mit reinpacken, weil da gibt es auch einige Scheiße mit bei. Weil viele Leute denken dann einfach nur irgendwelche unsinnigen Texte und gerade ich höre halt auch Texte und deswegen höre ich, aber da kann man schon ein bisschen hier so oben so. Gothic Doom. Ja, ist wieder das gleiche mit Gothic Metal, mit Industrial Metal. Nur weil es Doom in dem Fall ist, heißt es nicht, dass es besser ist. So mit irgendwelchen Orgeln und auf düster gemacht. Heißt nicht, also nur weil Doom dann mit Orgeln gespielt wird oder so düster gemacht, heißt es nicht, dass es dann gut ist. Weil Funeral Doom ist ja eigentlich düster genug. Gothic Doom packe ich mal hier so, wenn es läuft, glaube ich nicht weg, so bei Industrial. Das sind so die Lieder, die dann vielleicht am Anfang mal laufen
auf einer Gothic-Party, während die Leute an die Bar gehen und sich ein Bierchen holen. Oder ein Rotwein oder sowas. Ja. Zwischendurch läuft sowas auch mal, wenn so die ganz langsamen tanzenden Menschen dann kommen, aber ja. Progressive Deathcore. Packe ich zu den anderen Progressive Sachen hin. Deathcore und Progressive passt für mich gar nicht zusammen. Für mich, für euch vielleicht schon. Für mich passt es nicht. Cybergrind ist eine lustige Musik. So. Kommt definitiv mal da so mit. Cybergrind ist Computergrind. Also Metal mit Grind und es passt. Das passt. Neo-Classical Metal. Weiß ich gar nicht mit anzufangen. Ich frag mal, was mein Handy zu Neo-Classical Metal sagt. Neo-Classical Metal. Neoclassical Metal is a subgenre of heavy metal that heavily influenced classical music and usually features technical player. So. Ich würde es mal bei höre ich. Weil klassische Musik und Metal oder klassische Musik und Metal. Death Grind! Höre ich gern. Ich weiß nicht warum. Death Grind höre ich gern. Folk Black Metal. Kommt auch damit rein. Ich liebe Black Metal, ich liebe Folk Metal und es passt auch sehr gut zusammen. Da habe ich auch einige Sampler-CDs hier rumfliegen, die mir dann von irgendwelchen Plattenlabels zugeschickt wurden, wenn man da bestellt oder einfach nur so Demo-Material oder hier, hör da mal rein. Sachen habe ich schon einige dabei. Epic Metal. Ja. Ja, ich höre es. Tendenziell bezeichnen ja auch viele die Band Manowar als Epic Metal. Ob das nicht ein Epic Fail ist, ich weiß es nicht. Ja. Gore Grind kommt definitiv mit bei Grind Core und all sowas rein und deswegen Gore Grind. So, hier. Zack. So, Gore Grind ist ja eher so. Ihr wisst, was ich meine. Grunge. Früher gehört. Und mittlerweile, wenn es läuft, glaube ich nicht weg. Gibt auch ein paar gute Grunge-Bands. Aber es ist gerade eher so, wenn es läuft, glaube ich nicht weg. Obwohl, da haben mich auch einige echt von überzeugt. Aber leider nur einige. Ich muss hier mal meine Tierlist verschieben, damit ich da unten rein kann. So. Post-Hardcore. Ja, definitiv. Höre ich gerne. Post-Hardcore ist geil. Post-Hardcore macht Spaß. Und da dringe ich drauf. Gleich auch bei Post-Metal. Kommt da auch mit rein. Post-Hardcore, Post-Metal ist Musik, die mir definitiv Spaß macht, die ich super gerne höre. Die man, wo ich auch super gerne auf Konzerte gehe. Und einfach nur geil ist. Porn-Grind oder Porno-Grind will ich definitiv auch noch oben bei meinen absoluten Favoriten mit reinhauen. Weil Porn-Grind dieses das ist eigentlich guter Lachs. Und Rectal Smegma und Last Days of Humanity und all sowas. Definitiv ultra gut, ultra geil. Macht Spaß. Das ist Musik. Ich zaubert mir so Lächeln ins Gesicht. So. Obwohl die Musik eigentlich scheiße ist. Und das war jetzt eine Anspielung auf guter Lachs. Nee. Ja, was soll ich sagen? Porn Grind, definitiv. Absolut, also zählt zu meinen absoluten Favoriten. Obwohl das gar nicht zum Rest passt, weil es halt wirklich. Der Rest ist ja doch so ein bisschen ernster. Und Porn Grind ist halt absolut lustig. Aber. Meine Liste. Meine Meinung. Punkt. Stoner Metal. Ja, kommt hier bei.
das würde ich hier so mit reinpacken, bei Sludge, Stoner Doom, so hier so alles zusammen, Progressive Doom, da kommt auch Stoner Doom mit rein, gehört ja alles irgendwo in die gleiche Schiene, Death Doom, auch tendenziell auch da so mit in die gleiche Doom-Schiene, so mit rein, Crossover und Thrash Metal, also Crossover Thrash. Halt eine gute Mucke, macht Spaß, kann man hören, höre ich auch. Ist jetzt nicht so, dass ich das mega gerne höre, aber kommt für mich halt hier so voll in diese Schiene da mit rein, wo auch die anderen Metal-Sachen alles drin sind. Und aber Crossover Thrash ist für mich nochmal eher so, genau wie Technical Thrash da einfach auch für mich mit reingehört, weil Thrash-Metal ist jetzt halt nicht meine absolut, es steht zwar hier auf Platz 2, also auch auf Rang höre ich gerne, aber Technical Thrash ist ja nochmal eine Ecke anders, deswegen würde ich da sagen, ich mag auch lieber den alten Thrash-Metal als die neuen Sachen, deswegen ich pack's da mal rein, wobei hier Big Four, das sind ja die alten Sachen, aber es gibt auch einige gute deutsche Thrash-Metal-Bands, die ich richtig gerne höre, Bonded zum Beispiel, höre ich super gerne, und Crossplane, das sind so Bands, die ich gerne höre, und da passt es, deswegen Thrash Metal bleibt da, Technical Thrash, weiß ich nicht. Slam Death Metal definitiv bei höre ich gerne und da relativ weit vorne würde ich so, eigentlich gehört das zum Brutal Death Metal, so Slam Death Metal und Brutal Death Metal gehört für mich so zusammen. Punkt. Ah, jetzt muss ich jedes Mal scrollen, wenn ich da was sehen möchte. Na toll. Dann bleibt jetzt Black Gaze. Ja, kommt hier zum Black Thrash irgendwo damit daneben. Das passt. Funk Metal. Ja. Läuft der Name ja schon alles. Wenn es läuft, glaube ich nicht weg. So. Pagan Viking Metal. Ja, kommt definitiv da so mit hin und auch noch vor Folk Metal eigentlich irgendwo hier so da kommt eigentlich auch, ja, naja, ich weiß nicht, ich mach's einfach mal mit rein ohne Wertung, es hat nur meine absoluten Favoriten, so die sind ohne Wertung untereinander so, aber da gehört Pagan und Viking Metal hin nach ganz oben, Enziferum, meine Lieblingsband, und da gibt's halt noch eben genannte Amon Amarth, passt da eigentlich richtig gut hin. Black and Doom Metal, ja, höre ich gern, definitiv höre ich gern, passt. Dieser Mix aus Black und Doom würde ich tendenziell sagen, kann ich auch bei meinen absoluten Favoriten mit reinpacken, so passt da ja eigentlich auch so rein, so würde ich dann hier so, passt. Und Black and Death Metal. Da oben natürlich auch mit rein. So. Muss man gar nichts zu sagen, wenn man sich den Rest so anguckt, dass das genauso zusammenpasst. Das hier ist quasi jetzt meine Liste von den Bands, die ich am liebsten, also nicht von den Bands, von der Musikart, wie ich sie höre. Tatsächlich habe ich im Metal, glaube ich, nichts, was absolut gar nicht geht vom Genre her. Es gibt Bands, die für mich gar nicht gehen. Und es gibt Subgenres, die hier nicht genannt wurden, die für mich gar nicht gehen. So, alles, was einen völkischen Hintergrund hat, wird natürlich ganz unten, geht auf gar keinen Fall gehen. Natürlich, was ist das für eine Frage? Und, ja, oder alles, was zu viel Hass in irgendeine gewisse Richtung. Aber das sind ja immer nur einzelne Bands. Das ist ja nicht die Musikart, das sind die Texte. Und deswegen hier geht es halt nur um die Musikart. Und das ist meine Liste. Ich trinke jetzt den Rest meines Biers noch. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht die Liste bei euch aus? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal Like, Abo und sowas da lassen. Und ansonsten würde ich noch sagen, habt einen schönen Tag, Metal ist geil und Krieg ist scheiße.